Fitnesstrainer, Tanzlehrer, DJs und Fotografen, fast alle haben sie derzeit die gleiche Realität. Sicher geglaubte Aufträge werden storniert, Umsätze gehen zurück und die Frage ist, wovon lebe ich morgen? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern selbst auch Unternehmer, habe viele Unternehmen gegründet. Und fast alle sind natürlich direkt oder indirekt auch von der Krise betroffen. Und aus unseren Erfahrungen heraus kann ich dir heute ein paar wichtige Tipps geben, die du gleich heute umsetzen kannst. Der erste Punkt ist, dass du deine Kosten senkst, deine Mitarbeiterkosten reduzierst, indem du Kurzarbeit einführst und dir von der Bundesagentur für Arbeit die Sozialversicherungsbeiträge zu 100% erstatten lässt. Und natürlich, wenn du direkt von der Quarantäne betroffen bist, also ein Tätigkeitsverbot hast im Unternehmen, dann kannst du nach dem § 56 Infektionsschutzgesetz auch eine Entschädigung beantragen. Das Zweite, was du machen kannst, du kannst etwaige Steuerzahlungen entweder stunden lassen oder die Vorauszahlung auch reduzieren oder sogar einen Antrag stellen auf komplette Einstellung deiner Vorauszahlung, weil du damit rechnest, dass du in diesem Jahr starke Umsatzeinbrüche und damit auch Gewinneinbrüche hast und es auch vermutlich deshalb überhaupt gar nicht zu diesen vorauszahlenden Steueransprüchen kommt. Als nächsten Punkt bist du eingeladen, mit allen Lieferanten, mit allen Banken dich auch zusammenzusetzen, wenn du beispielsweise Zins- und Tilgungsdienste hast und da auch eine Stundung oder eine Aussetzung der Tilgungszahlung zu erreichen für das laufende Jahr. Überprüfe alle deine Fixkosten, alle Verträge, alles, was du an Versicherungen hast und versuche so weit wie möglich die Kosten auf Null zu senken. Und es kann manchmal auch bedeuten, sicherlich auch Mitarbeiter zu entlassen oder Betriebsräume zu kündigen und vorübergehend dein Unternehmen von zu Hause aus zu betreiben. Zweitens heißt es, da wo viele Ratgeber sind, gelingen auch die Pläne, natürlich auch für eine Krise. Deshalb bau dir einen großen Stab von Helfern auf aus den Kammern, Industrie, Handelskammer, Handwerkskammer. Frag die Bürgschaftsbanken, die Landesbanken, die KfW-Bank an, nimm Kontakt auf mit den Ministerien und such dir auch Unternehmensberater, Steuerberater, Rechtsberater, die dir dabei helfen können, die richtigen Entscheidungen rechtssicher auch abzubilden. Als dritten Punkt empfehle ich dir, so viel wie möglich Fördermittel zu beantragen. Das Wichtigste am Anfang kann sein, dass du Berater Fördermittel nutzt. Denn beispielsweise, wenn wir unseren Kunden helfen, dann kriegen unsere Kunden 90% unserer Kosten erstattet. Und wir helfen dabei, alle anderen Anträge dann zu stellen und die richtigen Fördermittelpakete auch zusammenzusetzen. Auch gibt es dann Fördermittel für Investitionen, für Betriebsmittel, also Liquiditätsreserve. Dann gibt es auch Bürgschaftsförderprogramme und natürlich auch für Import, Export, die sogenannten Hermes-Bürgschaften. Auch die werden erleichtert dir zur Verfügung gestellt. Und es gibt den vierten Punkt, wo du deine privaten Lebenshaltungskosten fördern kannst. Und das kannst du entweder bei SGB II oder III, denn jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, zumindest Förderungen zu beantragen für die Krankenkasse, für Miete, Unterkunft und für die Lebenshaltungskosten. Egal, ob du angestellt bist oder Selbstständiger oder Gewerbetreibender bist, wenn du durch dein Unternehmen keine Einkünfte oder zu wenig Einkünfte erzielst, dann kannst du hier Anträge stellen. Und sollte sogar ein Verbot nach dem Infektionsschutzgesetz vorliegen, dann kannst du da nach dem § 56 auch einen Antrag auf Entschädigung stellen. Wenn du hierbei Unterstützung brauchst, einerseits bei der Recherche und Auswahl und Bewertung der richtigen Fördermittel und andererseits auch bei der richtigen Antragstellung, also die Formulare finden, ausfüllen und die entsprechenden Dokumente beilegen, dann bist du eingeladen, gerne Gebrauch zu machen von unserem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir helfen bundesweit Menschen dabei, diese Anträge zu stellen und wir machen das alles über digitale Videokonferenzen. Wir sind zertifiziert, das bedeutet, dass bis zu 90, teilweise 100% unserer Kosten, die wir normalerweise dir in Rechnung stellen, gefördert bekommen. Das heißt, du kriegst einen Zuschuss und fast alles erstattet. Gerne kannst du aber auch jetzt einfach Daumen hoch machen, den Kanal abonnieren und uns an all die wenigen weiterempfehlen, die diese Informationen noch nicht haben. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Überwindung der Krise. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.